Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu The Elder Scrolls 5 Skyrim, einem epischen Rollenspiel aus dem Hause Bethesda. Wir werden uns zusammen auf diese epische Reise in diesem Rollenspiel machen. Mal schauen, wie lange sie dauern wird. Los geht's. Neues Spiel starten. Und die Schriftrollen erzählten von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruderzwist zum Kriege führt. Alduin, König Skycel, wird befreit, Schatten der Vergangenheit. Bethesda Game Studios presents The Elder Scrolls 5 Na, wie in jedem Elder Scrolls Spiel beginnen wir als Gefangene des Kaiserreiches. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Tja. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Stimmt. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Ja, so kann man es auch sehen. Ruhe dahinter! Ja, ist ja gut. Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Oh, hi. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Gut beobachtet. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Na toll. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollen. Oh, ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Tullius ist übrigens der Typ da hinten. Die Bella, Kynaret, der da mit dem Pferd. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und jetzt sieht man ihn nicht mehr. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand gespielt. Ja, bestimmt. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbeerenwind braucht. Vielleicht erfahren wir es ja noch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Ja. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Na super. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stimmt, wir sehen gar nicht so aus. Euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Allerdings. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Das bist du, ja. Lothir von Rorikstadt. Nein,
Ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Ja. Wartet. Ihr da. Tretet vor. Okay. Wer seid ihr? Das weiß ich schon ganz genau. Ich bin nämlich ein. Kein Ork, ein Rotwardone. Und zwar ein Mann. Huch. Ja. Der da. So. Der passt super. Diese Augen hätte ich gerne. Da brauche ich nur noch andere Haare. Nämlich diese. Und vielleicht noch eine andere Augenfarbe. Ist ja eigentlich nicht so wichtig. Wir sehen ihn ja eh kaum von vorne. Huch, nicht Augenform. Augenfarbe. So, uah. Nee. Gibt's irgendwo grüne Augen? Das ist grün, oder? Ja. Okay. Ja. Und es ist Demon Blackfire. Was macht ihr hier, Rotwardone? Seid ihr ein Seemann? Sagen wir mal, ja. Ein Seemann von Strosslei? Nein, hier stimmt etwas nicht. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Na toll. Wie ihr befehlt. Hallo. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hammerfeld zurückgehen. Vielen Dank auch, mein Herr. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich will mich zerhacken. Ich will meinen Kopf nicht verlieren. Na geil. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Das sagen sie immer. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Huch, was war das? Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, wenn wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Und zack. Naja. Arme Sau. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rotwardone, ihr seid dran. Okay. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weit. Na toll. Adieu, du grausame Welt. Die Kapuze von dem Henker sieht irgendwie aus wie die vom Graufuchs. Was mein Reich des Vergessens ist das denn? Oh Gott! Was habt ihr gesehen? Ein Drache! Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Wow! Ah! Alduin der Weltenfresser! Oh, my God.
Okay. Laufen wir. Moment. Ah! Lebst du noch? Ich glaub nicht. Geht in das Gasthaus auf der anderen Seite, springt durch das Dach und lauft immer weiter. Okay. Au. Hier runter, hier lang. Hami? Ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Ja, versteck dich. Oh, oh. Gunnar. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter wünschen euch Leid. Space zum Springen. Laufen. Bleibt nah bei der Wand. Was immer du sagst, Alter. Wow. Der ist jetzt... Ja, ziemlich knusprig, sagen wir mal so. Au. Ah. Mit wem gehen wir? Mit... Ah, wir gehen mit Ralloff. Sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Wer ist das? Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Hoffentlich nicht. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, mach die mir bitte ab. Hier. Ihr könnt euch Grunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Ja, das stimmt wohl. So, und das war dann auch die erste Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dann.